Deutschland ist ja nicht das einzige Ziel der Roma aus Bulgarien und Rumänien. In Frankreich zum Beispiel sind sie auch. Frankreich lässt diese Menschen abschieben. Das ist sehr umstritten, weil sie ja eigentlich EU-Bürger sind. Was gibt es in Deutschland für Ideen, wie man mit diesen Menschen umgeht, mit diesen Menschen, die von vielen Städten, zum Beispiel im Ruhrgebiet, mittlerweile als echtes Problem gesehen werden? Irgendeine Idee muss es doch geben. Wir haben unsere Cosmo-TV-Reporterin Pia Birschbach losgeschickt und sie hat versucht herauszufinden, ob die Politiker eine Antwort haben. Duisburg-Hochfeld. Das Viertel hat sich stark verändert. Einwanderer aus Bulgarien und Rumänien sind hergezogen. Sie sind arm, aber es geht noch schlimmer, das wissen sie. Mehr als 4.500 Einwanderer aus Rumänien und Bulgarien leben derzeit in Duisburg, meist unter katastrophalen Bedingungen. Ihr Leid ist groß. Es ist schwer vorstellbar, aber ihnen geht es hier dennoch besser als in ihrer Heimat. Wir wollen wissen, wie Sie hier klarkommen. Wir gehen zur AWO-Beratungsstelle. Hier können sich die Einwanderer helfen lassen. Wir erfahren, die Bulgaren und Rumänen bekommen kaum Hilfe vom Staat, weil sie EU-Bürger sind. Uneingeschränkt arbeiten dürfen sie hier erst in 2 Jahren. Dieser Mann will aber wie fast alle bleiben. Ich habe alles verkauft, um hierher zu kommen. Mein Sohn soll hier eine bessere Zukunft haben, sagt er uns. Doch die Stadt kommt mit all den Neulingen an ihre Grenzen. Lange wurde das Problem nicht erkannt. Im Duisburger Rathaus hören wir vor allem eins: Das Geld fehlt, um die Zugereisten zu integrieren. Wir brauchen Hilfestellungen, insbesondere in der Krankenhilfe. Die Leute sind gesundheitlich unterversorgt. Es gibt keine klaren Situationen in der Wohnungshilfe. Wir brauchen im Grunde eine Situation wie bei Hartz-IV-Empfängern, dass die Leute in einem angemessenen Wohnraum leben können und nicht zusammengepfercht in großen Wohnungen sind. Seit kurzem hat die Stadt zumindest schon mal ein Handlungskonzept. Das Land soll finanziell helfen. Erste Gespräche laufen. Wir fragen nach beim zuständigen Innenministerium, wollen wissen, was das Land tut. Doch es lässt uns warten. Fast 2 Monate lang haben wir um ein Interview gebeten. Zuletzt hieß es, Innenminister Ralf Jäger habe dafür keine Zeit. Wir sollten mit dem Landtagsabgeordneten Bernhard von Grünberg sprechen. Ein Innenminister verweist an einen Abgeordneten und das bei einem heiklen Thema, das verwundert uns. Immerhin, Bernhard von Grünberg beschäftigt sich schon länger mit der Einwanderung aus Südosteuropa. Kann es sein, dass das Thema in der Landespolitik nicht besonders beliebt ist? Ja, sicher ist es nicht besonders beliebt, weil es eine Fülle von Problemen in den Kommunen darstellt, wo es für es zurzeit noch keine richtige Lösungsmöglichkeit gibt. Warum hat man sich nicht früher darum gekümmert? Dass wir relativ starken Zuwachs von solchen armen Menschen in Nordrhein-Westfalen haben, ist natürlich ein neues Phänomen. Und man muss einfach sehen, wie schaffen wir es jetzt, Bedingungen zu schaffen. Erstens, dass die Leute vernünftig, human versorgt werden. Auf der anderen Seite, dass natürlich nicht die Vertreibungsstrategie der Bulgaren aufgeht und sagt, na wunderbar, da können wir noch mehr Leute vertreiben, weil die in Nordrhein-Westfalen alle aufgenommen wird. In diesem Dilemma ist man natürlich. Aber heißt das jetzt, dass die Kommunen alleine um eine Lösung kämpfen müssen? Nein, meint Bundestagsabgeordnete Bärbel Baas. Duisburg-Hochfeld ist ihr Wahlkreis. Dass das Land sich um Gelder bemühen will, auch von der EU, reicht ihr nicht. Sie versucht schon länger, auf das Thema in Berlin aufmerksam zu machen. Erfolglos. Ich habe auf der Bundesebene die Bundesregierung ja gefragt, ob sie es auch so sieht wie ich, dass es hier eine Armutswanderung aus Europa ist, da das soziale Gefälle zwischen den Ländern einfach zu groß ist. Und da wird mir dann bestätigt oder eben nicht bestätigt, sondern es wird gesagt, es gibt keine Armutswanderung. Doch wir sehen sie. Morgens stehen die Männer, meist Roma, auf dem sogenannten Arbeiterstrich, hoffen auf ein paar Euro als Schwarzarbeiter. Die Wohnungen verkommen. Den Familien fehlt das Nötigste zum Leben. Einen Schulplatz gibt es nur für die wenigsten Einwandererkinder. Viele stehen auf Wartelisten. Kann es sein, dass auf Bundesebene niemand das Problem wahrnimmt? Wir wollen wissen, was der Bund tut. Auch hier ist das Innenministerium zuständig. Wir hatten um ein Interview gebeten. Das haben wir leider nicht bekommen. Dafür aber eine E-Mail. Aber in dieser Mail wurde auch nicht ganz konkret auf unsere Fragen eingegangen. Hier heißt es aber, die Bundesregierung fördert Maßnahmen zur sozialen und gesellschaftlichen Integration von Zuwanderern. Hier können sich natürlich auch Roma um Fördermittel für Integrationsprojekte bewerben. Da fragt man sich allerdings, wie sollen die Einwanderer das denn schaffen? Die meisten sprechen überhaupt kein Deutsch und im sozialen und politischen System hierzulande finden sie sich auch nicht zurecht. Für den Bund ist das Problem vor allem Länder- und Kommunensache. Kann er sich so aus der Verantwortung ziehen?
In Berlin treffen wir einen, dem das Thema am Herzen liegt. Migrationsforscher Klaus-Jürgen Bade. Verkennt der Bund die Problematik? Ja, ich glaube, die Bundesregierung verkennt das Problem. Ich glaube sogar, die Bundesregierung will das Problem verkennen, weil sie sich noch nicht engagieren will. Es ist ja eine kurze Tradition im Bundesinnenministerium, dass man dort keine Meinung hat. Das dauert immer eine Weile, bis man eine solche hat. Es gibt eine längere Tradition der defensiven Erkenntnisverweigerung seit Anfang der 80er Jahre, was Integrations- und Einwanderungsprobleme angeht. Ich habe den Eindruck, wir klinken uns wieder in diese Tradition ein und warten ab, bis die Probleme da sind. Nur auf was wird gewartet? Die Einwanderer sind gekommen, um zu bleiben. Täglich kommen neue Armutsflüchtlinge an. Viel Zeit wird der Politik nicht mehr bleiben, um eine Lösung zu finden. Ja, es scheint so, als ob unsere Politiker vor diesem Problem noch die Augen verschließen.